ich einen Tag für euch. Die liebe, nette, süße Justina hat mich vor einiger Zeit getaggt. Den Kanal von ihr findet ihr unten bei mir in der Infobox. Sie hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, bei dem Fashion Victim Tag mitzumachen. Und ich dachte mir, dadurch, dass ich sowieso ein bisschen flexibler werden möchte, ist das ein guter Einstieg, etwas über Fashion zu erzählen, um einfach auch mal meine Meinung zu erfahren, wenn ihr Lust haben solltet, wie ich über Mode denke, über Trends denke, allgemein über Fashion Victims denke. Ja, und daher würde ich jetzt auch sofort losschießen. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn es euch interessiert. Und let's get started! Ich achte schon auf Trends, aber ich muss sagen, ich gehe nicht mit jedem Trend mit. Also ich schaue mir schon die Zeitschriften an und gucke, was ist jetzt in, was nicht. Wenn es mich interessiert, also wenn mich der derzeitige Trend interessiert, dann gehe ich in den Laden, wenn ich Zeit haben sollte. Leider komme ich nicht viel zum Shoppen, aber wenn ich die Zeit habe, dann schaue ich mir die Sachen an. Und dann kann es mir aber auch passieren, dass ich mich dafür interessiert habe und es jedoch an meinem Körper überhaupt nicht schön aussieht. Das passiert auch. Oder es gibt aber auch Trends, die mich von vornherein überhaupt nicht ansprechen, wo ich dann gleich sage, no, ist nicht. Das finde ich total Käse, der sieht doch total scheiße aus. Trotz dieser beiden Varianten gibt es auch immer wieder Trends, die mir dann auch noch stehen und die ich auch noch gut finde. Und daher finde ich es schon schön, etwas Trendiges zu haben, aber ich bin jetzt nicht so drauf, ich muss den Trend jetzt sehen und den muss ich haben und egal, ob es mir steht oder nicht, den muss ich haben. Das ist halt nicht der Fall. Ich lege schon Wert auf einen gewissen Style. Ich bin jedoch nicht so dieser Mensch, der immer overdressed und top gestylt rumläuft. Also ich habe schon diese Tage, dass ich mir sage, komm, jetzt möchtest du mal was Schickes anziehen oder so. Aber das kommt nicht oft vor. Was ich aber sagen muss, worauf ich ja sehr viel Wert lege, ist, dass die Sachen auch zu kombinieren sind, dass sie auch zusammenpassen. Also es gibt jetzt bei mir keine Tage, wo ich irgendwas anziehe, was überhaupt nicht miteinander kombinierbar wäre. Also ich schaue schon auf Muster, auf Farben. Geht das nicht, dann achte ich schon mal darauf, welchen Schmuck kann man dazu tragen. Also das habe ich irgendwie so in mir, das ist einfach so drin. Also ich könnte jetzt, was weiß ich was, ich kann nicht rumlaufen wie ein Clown, es muss schon irgendwie passend sein. Aber es gibt auch, wie gesagt, Tage, da habe ich keine Lust, topgestylt aus dem Haus zu gehen. Dann laufe ich einfach mal mit Schlabbersachen rum und dann bin ich auch ungeschminkt. Und das gibt es aber auch mal an Tagen, wenn ich arbeiten gehe. Ich finde, das ist so ganz normal, dass das menschlich ist, sich mal zu stylen und aber auch mal ein bisschen gammelig rumzulaufen, weil ich es auch manchmal anstrengend finde, immer darauf Wert zu legen, gut auszusehen, weil ich auch manchmal einfach gar keine Lust habe, jetzt gut auszusehen. Das kommt auch mal vor und ich finde, das ist eigentlich ganz normal und ja, daher würde ich diese Frage einfach so beantworten, aber trotz alledem mit dem ganz großen Punkt, dass ich sehr viel Wert darauf lege, dass Sachen gut zu kombinieren sind und dass ich da auch sehr viel Wert darauf lege, dass ich Sachen, wenn ich mich style, dass Sachen auch zusammenpassen und gut harmonieren und einfach zusammen ja gut aussehen. Bei dieser Frage bin ich mir so ein bisschen unschlüssig. Also früher war es ganz häufig, dass ich wirklich bewusst losgegangen bin und habe auch bewusst eingekauft. Das heißt, ich habe mir im Vorhinein habe ich mir schon Gedanken gemacht, das und das und das möchte ich gerne haben. Und mit diesen Gedanken bin ich dann losgestiefelt und habe genau diese Sachen gesucht. Und wenn ich dann Glück hatte und sie gut aussahen, dann hat das auch alles so gestimmt. Ich habe sie mit nach Hause genommen und ich habe wirklich dann bewusst die Sachen gekauft. Mittlerweile ist es aber schon so, dass ich mir zwar schon angucke, was kann ich kombinieren, das finde ich toll, das finde ich toll, die Farben so ungefähr, aber nicht mehr dieses bewusste, genau das muss ich jetzt haben und das will ich jetzt kaufen. Also es gibt dann auch einfach Tage, ich weiß, was ich momentan schön finde und was ich so im Kopf kombinieren könnte, aber ich muss erstmal gucken, ob es das überhaupt gibt und wenn nicht, vielleicht finde ich ja was anderes. So bin ich halt momentan. Es ist halt immer noch so, wenn ich was habe, okay, dann ist es bewusst einkaufen. Das habe ich halt auch heute noch. Früher war es, wie gesagt, schlimmer. Also schlimmer nicht, aber bewusster. Und heutzutage habe ich mich mehr darauf eingestellt, was ich toll finde und was ich kombinieren kann, weil das hatte ich früher einfach noch nicht. Da habe ich einfach noch gucken müssen und dann gesagt, das will ich haben, das und das und das. Und heute
kann ich auch dann in den Laden reingehen und dann erst anfangen zu kombinieren. Also das geht dann auch. Da lege ich mich jetzt nicht so fest auf eins von den beiden. Dem Mainstream folgen tue ich nicht. Also wenn jetzt irgendwer sagt, das ist toll, das musst du haben, dann ist das noch lange nicht so, dass ich das auch habe. Also ich gucke wirklich darauf, was mir gefällt, was mir steht, weil es einfach auch gewisse Sachen gibt, die mir gar nicht stehen und ich laufe nicht mit Sachen rum, die an mir scheiße aussehen. Das hat keinen Sinn. Also ich gucke wirklich darauf, was gefällt mir, was steht mir, was kann ich tragen, was kann ich nicht tragen. Und wenn es dann halt so ist, dass es alle Leute haben, heißt es aber bei mir noch lange nicht, dass Katharina das auch haben muss, weil es ist irgendwann auch langweilig, wenn man nur das hat, was andere Leute auch haben. Es muss auch irgendwie noch ein bisschen, ja, jeder für sich entscheiden, was er tragen möchte. Und wenn alle gleich rumlaufen würden, fände ich es auch extrem langweilig. Ich habe noch nie ein Teil aus meinem Kleiderschrank verbannt, was irgendwie nicht mehr top modern oder im Trend war. Also es gibt schon gewisse Monate, wo ich mir sage, oh, jetzt muss ich mal wieder ausmisten, weil jetzt ist vielleicht wieder Sommersaison, Herbstsaison. Ja, ich meine, da guckt man ja immer. Man hat ja immer seine Frühlingssachen, Sommersachen, Herbst, Winter. Ne, das hat man als Frau. Und dementsprechend kauft man auch farblich wieder ein. Und ich versuche schon gewisse Sachen so ein, zwei Jahre zu behalten. Es sei denn, es sind wirklich Sachen dabei, die habe ich mir jetzt da gekauft und war mir da schon unsicher. Und im nächsten Jahr sage ich mir, ich weiß noch nicht mal, warum ich mir das überhaupt da letztes Jahr gekauft habe. Es kann weg. Aber ich versuche schon gewisse Sachen, die mir wirklich damals, wenn ich vor 2 Jahren mir einen Rock gekauft habe, dann finde ich den dieses Jahr immer noch toll. So ist das auch. Ich habe noch zwei, drei Röcke im Schrank. Die ziehe ich immer noch an. Die passen immer noch. Die finde ich auch immer noch toll. Und die kann ich auch immer noch so kombinieren, wie ich es vor 2 Jahren gemacht habe. Und von daher behalte ich sowas auch. Aber es gibt, also das hatte ich jetzt vor kurzem erst, deswegen musste ich so ein bisschen schmunzeln. Das waren einteilige Kleider, entweder mit langen Ärmeln oder halt mit kurzen Ärmeln, wo man noch darunter ein etwas engeres Basic-Oberteil gezogen hat. Ja, da war das schon so, wo ich mir gesagt habe, okay, das hast du jetzt eine ganze Weile getragen und das ist jetzt gar nicht mehr modern, das geht gar nicht mehr. Das ist das Einzige, wo ich mir sagen könnte, okay, ne? Also, das geht jetzt wirklich nicht mehr, jetzt reicht es. Aber das lag trotzdem über 3 Jahre bei mir im Schrank und ich habe es auch 3 Jahre lang getragen. Aber jetzt ist es einfach an der Zeit, jetzt nicht mehr. Aber ansonsten versuche ich alle Sachen zu behalten, wie es nur geht, weil ich habe sie mir gekauft, weil sie mir gefallen haben und wenn sie mir nach 2 Jahren immer noch gefallen, ist es doch toll. Und ich finde nicht, dass nur weil es jetzt wieder nicht mehr im Trend ist und neuer kommt, dass man das aus dem Schrank verbannen muss, weil ein Trend kommt, ein Trend geht. Und man muss auch an sein Geld denken und daran denken, dass das total schwachsinnig ist, nur mit dem Trend mitzugehen. Ja, das habe ich eigentlich schon irgendwie indirekt beantwortet. Also ich würde nie etwas anziehen, was mir an meinem Körper nicht aussehen würde. Also was an mir nicht aussieht, so. Was von meiner Figur her nicht passend wäre oder was farblich her überhaupt nicht zu mir passen würde. Also es gibt nichts Spezielles, wo ich sagen würde, okay, das ziehst du jetzt nicht an, sondern ich gucke wirklich danach, ob es an mir, an meinem Körper aussieht oder nicht und dementsprechend handle ich dann. Ich achte schon auf die Klamotten anderer. Ich suche mir ja auch dementsprechend Inspirationen heraus. Daher schaue ich ja auch gerne Lookbooks, Inspirationen aus Amerika oder Deutschland, weil ich sowas immer total interessant finde. Wie kann man sich kleiden? Es ist aber nicht so, dass ich herablassend darüber nachdenke. Also, dass ich sage, okay, wie siehst du jetzt aus, ne? Ich achte schon auf die Klamotten anderer. Ich gucke aber jetzt nicht, oh Gott, du bist jetzt gestylt, du bist jetzt toll. Oh Gott, du bist ja total, ne, ungestylt. Wie scheiße siehst du aus? Also, so oberflächlich bin ich nicht. Um Gottes Willen. Nein, so denke ich nicht. Es ist schon auffällig klar, das sieht man, wer gestylt rumläuft und wer nicht gestylt rumläuft. Jeder hat das Recht darauf zu entscheiden, was er gerne anziehen möchte und was nicht. Und wenn jemand meint, eine Schlaghose oder ausgelatschte
Turnschuhe sind total toll in Kombination, jetzt auch so Schlaghose und ausgelatschte Turnschuhe, dann soll er bitte schön so rumlaufen. Ich für mich wüsste jetzt, das würde ich nicht unbedingt machen, aber ich bin jetzt nicht oberflächlich und sage, oh Gott, der sieht jetzt scheiße aus, guck dir mal den an. Das mache ich nicht, aber auf andere Klamotten achten tue ich halt in der Hinsicht schon, indem ich mir Inspiration herhole, aber niemals jemanden dahin schiebe und den anderen dahin schiebe und nur oberflächlich denke. Die Frage beantwortet sich ja natürlich, ja, ich hole mir Inspiration von Blogs, von YouTube-Videos, von Online-Shop-Seiten. Ja, mache ich sehr, 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 sehr gerne und da stehe ich auch zu. Das kann ich an Fashion Victims nicht leiden. Also ich finde es halt blöd, wenn man wirklich mit allem mitgeht, was da so auf dem Markt rumsteht, rumhängt oder wie auch immer. Also ich finde, dass jeder für sich selber verantwortlich ist, um Gottes Willen. Also ich will jetzt hier nichts sagen oder so. Jeder soll für sich selber entscheiden, gehe ich jetzt mit der Menschenmenge mit, gehe ich nicht mit, bin ich jetzt einer, der sich ununterbrochen Klamotten kaufen muss und bei jedem Trend dabei sein muss. Das ist für sich, für jedermann selber zu entscheiden. Ich denke da aber auch nichts Schlechtes drüber. Ich denke mir einfach nur so viel, denkt an euer Geld. Ihr müsst darüber nachdenken, es ist so wichtig, mit jedem Trend mitzugehen. Es ist so toll, jeden Trend zu haben, jeden Trend zu tragen, egal ob er euch steht oder nicht. Ich finde es dann ein bisschen übertrieben und ihr habt ja so sozusagen meine Meinung aus dieser ganzen Fashion-Victim-Sache schon rausgehört. Und von daher, wie gesagt, es muss selber jeder für sich selber wissen, ob er mit den Trends mitgeht und meint, so viel Geld ausgeben zu müssen und dementsprechend alles wieder dann über Bord zu werfen, um sich wieder Neues zu holen. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, aber wirklich nicht leiden ist das falsche Wort. Also sozusagen, ich kann die nicht abhaben, das und das finde ich an dem blöd, ist, weiß ich nicht, kann ich nicht zu sagen. Ihr müsst einfach ans Geld denken und darüber nachdenken, ob es euch das wert ist, ja, jeden Trend mitzumachen. Nein, also dementsprechend habt ihr gerade die Antwort gehört, also werde ich mich mit Sicherheit auch nicht als Fashion Victim bezeichnen, weil ich gucke wirklich nicht darauf, jeden Trend in meinem Schrank hängen zu haben. Ich gucke schon auf Trends, aber nicht darauf, dass ich mit allem mitgehe, sondern ich gucke wirklich darauf, was mir gefällt, was mir steht. Und wenn es 2, 3 Jahre alt ist und ich trage es immer noch und es sieht immer noch gut aus, da kräht kein Hahn nach. Und von daher bezeichne ich mich nicht als Fashion Victim. Ich habe meine 10 Fragen zu diesem Fashion Tag beantwortet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt schon mal so einen kleinen Einblick in meine Meinung bezüglich ja, Fashion und Fashion Victims bekommen. Ich werde auf jeden Fall jetzt des Öfteren, auch wenn das Wetter hoffentlich wieder schöner wird, versuchen, Lookbooks abzudrehen, verschiedene Kreationen, wollte ich schon sagen, verschiedene Inspirationen euch zu geben. Also darauf lege ich jetzt auf jeden Fall wert, da auch mich ein bisschen mit zu befassen. Und ich hoffe, ihr freut euch darauf. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit, auf den Frühling, auf den Sommer und auf die tollen Inspirationen, die so folgen werden bei mir. Und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dicken Kuss an euch. Macht's gut. Bye.